Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zürich – Unbekannte Orte. Leider gibt es in Zürich keinen richtigen Aussichtsturm, um sich eine Übersicht zu verschaffen. Oder doch? Mein Geheimtipp heute dreht sich um dieses Thema. Hallo, hier bin ich wieder. Ich stehe heute oberhalb von Zürich an einem ganz speziellen Punkt. Hier links von mir ist das alte FIFA-Gebäude. Hier haben sehr viele Sachen und Dinge sind passiert aus der ganz schlimmen Zeit der FIFA. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern hinter mir ist das Restaurant im Sonnenberg. Sonnenberg ist auch das ganze Plateau hier. Es ist ein kleines Plateau mit einer tollen Aussicht auf die Stadt Zürich. Und da es ziemlich außerhalb von Zürich liegt, also man muss hier mit Auto oder zu Fuß hinwandern, gibt es hier auch keine Touristen oder fast keine, denn die Japaner und Chinesen sind fast überall. Wie gesagt, hier rechts sieht man über die ganze Stadt bis zum See runter und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Das Restaurant Sonnenberg ist leider etwas teuer, aber exklusiv und ganz viele Stars, die hier in Zürich auftreten, fahren hier hoch, um zu essen. Man sieht hier eine Fensterfront und wenn man im Restaurant drin sitzt, sitzt man direkt mit der Fensterfront über der Stadt Zürich. Also ein exklusiver Ausblick mit Abendessen. Hier sieht man einen alten FIFA-Hauptsitz. Der ist jetzt verlegt worden, ein bisschen weiter oben am Berg in Richtung Zürcher Zoo. Aber hier finden auch noch ab und zu Events statt von der FIFA in Kombination mit dem Restaurant Sonnenberg. Ansonsten ist es hier ziemlich ruhig. Es ist jetzt Samstag. Kein Mensch hier ist hier oben. Die Glocken haben den Sonntag eingeläutet. Und ich mache mich jetzt auch wieder auf den Weg nach Hause. Das war eine weitere Folge von Zürich – Unbekannte Orte. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir oder noch besser, du abonnierst diesen Kanal, damit du immer meine neuesten Videos erhältst. Gruß aus Zürich in der Schweiz.